Einen wunderschönen guten Tag, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fußball Tic-Tac-Toe. Heute mal wieder ich gegen den lieben Dennis und das Ganze in der EM-Edition. Wir haben euch gefragt, könnt ihr uns ein paar Grids einschicken und du machst wieder welche Moves sein. Immer. Die passen zur Euro 2024 und ihr seht auch am Setup, wir sind woanders unterwegs. Wir sind aktuell natürlich in München, berichten live für euch von der Fanzone für die UEFA, um alles drumherum, was die EM so anbelangt. Aber trotzdem lassen wir uns nicht lumpen und nehmen für euch natürlich trotzdem Videos auf. Heute, wie gesagt, Tic-Tac-Toe, Dennis ist mit dabei. Du hast auf jeden Fall einen hohen Berg, den du erklimmen musst. Ja, und auf jeden Fall habe ich auch noch was zu sagen, denn wenn ihr wollt, dass Deutschland Europameister wird, smash the Like-Button und abonnieren bitte. Wundervoll, wundervoll. Ja, ich habe hier das erste Grid direkt schon offen. Bist du hyped? Ich bin hyped, aber habe auch sehr viel Angst, sage ich dir ganz ehrlich. Ja, das ist auch durchaus fair. Man kann sich hier durchaus in die Nesseln setzen. Das ist lange her. Wir starten rein mit dem allerersten Grid vom lieben Nico. Ja. Also England und Polen, das kriegen wir hin, glaube ich. Slowakei ist auf jeden Fall ein Berg. Slowakei ist ein Berg, ja, aber okay. Du bist Gast, du darfst gerne anfangen, wenn du möchtest. Goody. Womit fange ich an? Ich glaube, ich will einfach mal direkt für mich etwas loswerden, wo ich weiß, ich bin stolz darauf, dass ich das jetzt gerade weiß. Ich sage nämlich Kapitän Slowakei Hamšík. Ja, okay. Was denn? Ist das nicht richtig? Nee, es ist, wir haben ja in unserem Dokument, bauen uns gegenseitig kaputt. Es ist richtig. Ich dachte nur an den aktuellen. Aber er war Kapitän Slowakei, passt also. Ich könnte jetzt nicht sagen, wer. Ich glaube, Lobotka ist Kapitän, oder? Das kann sein. Okay. England-Kapitän ist super easy. Ich weiß halt nicht, will ich in die Mitte gehen oder daneben? England-Torschütze? Ich nehme mal an, es geht um diese EM, oder? Also, das haben wir jetzt vorher nicht klar gesagt. Nee, das ist all over the place, oder? Nein, ich meine jetzt bei Torschütze zum Beispiel. Ach, nimm irgendeinen. Ja gut, das ist ja dann super easy. Ja, nimm von mir aus auch einen für die jetzige EM. Pass auf, England, Torschütze nehmen wir Harry Kane. Mhm. Dann gehe ich rein mit, was ist denn Ersatzkeeper ist halt auch wirklich heavy, ne? Ich könnte nicht mal gerade den Stammkeeper nennen, der Slowakei. Ja doch, ich schon. Aber der Ersatzkeeper, keine Ahnung. Ist denn? Pass auf, ich gehe rein mit, mache ich es mir jetzt easy oder verbaue ich mir damit? Ich muss erstmal wieder reinkommen, deswegen gehe ich Kapitän Polen Robert Lewandowski rein. Robert Lewandowski, okay, Kapitän England, jetzt brauchen wir einen England-Kapitän, der nicht Harry Kane ist, das habe ich ja extra dort gemacht. Dementsprechend müssen wir einen nehmen, der sehr viel älter unterwegs ist, da können wir ganz, ganz viele Legenden eigentlich nehmen. Ich will jetzt eigentlich irgendwie einen Fancy Call machen. Ich bin mir relativ sicher, dass Gary Lineker mal als Kapitän aufgelaufen ist, weil ich meine, ich habe das ist Football-Podcast gehört. Wer ist denn sonst England-Kapitän? Wer war denn vor Harry Kane England-Kapitän? Der ist das Gefühl schon ewig, ne? Der ist doch schon ein paar Jahre davor. Auf jeden Fall. Also ich denke direkt so an Wayne Rooney, David Beckham, die waren ja safe auch mal Kapitän irgendwann. Could be. Oh, das ist jetzt tendenziell ist es ein bisschen bitter. Oder wir nehmen mal so eine ganz alte Legende, Keeper, David Seaman oder so. Komm wieder hier am Flexen ist mit seinem Knowledge. Nein, Moment. Ich weiß ja nicht sicher. Ich bin da gar nicht am Flexen. Ich sag einfach Gary Lineker, England-Kapitän. Und deswegen müssen wir es jetzt mal gerade kurz verifizieren. Tatsache, von 90 bis 93. Das ist doch okay. Das zählt auf jeden Fall. Glück gehabt. In der Nationalmannschaft aber auch, ja? Ja, England-Kapitän. Ja. Okay. Stevie G, stimmt. Hier ist Steven Gerrard und ja. Dings, die waren auch Kapitän. Ja, stimmt. Wobei Stevie G war jetzt nicht unbedingt Hitzkopf, ne? Nee, aber der war Kapitän. Ja, hätte man auch easy nennen können. Okay. Das heißt, ich mache Ersatzkeeper England zu. Lass mich mal überlegen. Pickford ist jetzt schon ein paar Jahre da. Wen haben wir denn noch als... Ach, wie ist denn jetzt sein Name nochmal gewesen? Ich glaube, war ja auch Ersatzkeeper bei Manchester United. Boah, ich habe jetzt gerade echt Schiss, dass ich den Namen verkacke. Das aber ist kann ja nicht so sein. Schwer. Du kannst ja auch einfach jemand anders nehmen. Ja, aber das ist so der erste... der mir eingefallen ist und ich glaube, jetzt wird schwierig, da nochmal irgendwie umzuchangen. Und wir machen, glaube ich, da jetzt schon die Regel, weil das macht sonst keinen Sinn, dass man jetzt nicht Pickford nehmen kann, weil der war ja auch mal vielleicht ja, natürlich, oder natürlich. Jetzt nicht bei Slowakei Dubrovka. Oh, heißt er Henderson? Ich glaube ja. Er heißt Henderson, sehr wichtig. Henderson. Wo spielt er jetzt gerade? Bei Nottingham Forest, kann das sein? Ich glaube, er ist auf jeden Fall von United weg. Ich wüsste jetzt den Club aber nicht. Ich mache Polen Torschütze. Mhm. Es ist halt irgendwie, wir hätten wirklich die EM nehmen sollen. Aber dann gibt's ja keinen. Oder? Hat Polen ein Tor gemacht? Ja, doch, stimmt. Buxa hat das Tor gemacht. Ja, Buxa hat das Tor gemacht. Den nehmen wir auch. Das heißt, ich mach Torschütze Slowakei zu. Ja, jetzt ist die Frage, ob du noch weißt, wer das Tor gemacht hat. Gegen wen haben die denn nochmal gespielt?
Boah, jetzt hängt es wieder an mit Serbien, Slowakei und Slowenien. Eieiei. Slowakei hat gegen Belgien gespielt. Oh, kacke, wer hat das Tor da gemacht? Oh, wir haben noch gestern drüber gesprochen. Haben wir. Erinnerst du dich noch an die Szene, was das für ein Tor war? Ja. Ja, dann erzähl mal. Doku auf der linken Seite vergibt den Ball so blöd, legt ihn in die Mitte. Ja. Schranz ist es, der den Ball... Ist es nicht? Es ist sogar Schranz gewesen. Es ist Schranz gewesen. Weißt du, was das Schlimme war? Ich hatte nämlich, als wir das vorbereitet haben, habe ich nämlich die Szene verwechselt. Ich glaube, Huxa, kann das sein? Weiß ich nicht. Der mit ihm auf jeden Fall, also der quasi den ersten Schuss abgegeben hat. Ja. Ich habe nämlich die ganze Szene umgedreht und dachte mir so, oh nee, kacke, ich muss den Torschützen erwähnen und ich kann den Namen nicht aussprechen. Aber Schranz it is. Okay, dementsprechend Slowakei-Ersatzkeeper können wir, glaube ich, komplett ignorieren. Das wirst du wahrscheinlich nicht hinbekommen. Ich kann noch Polen-Ersatzkeeper zumachen, das bringt mir persönlich aber nichts. Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass Lukas Szczurowski mal Ersatzkeeper war. Also, mal. Müsste, oder? Also nicht? Kann gut sein, kann ich jetzt aber aus dem Stegreif auch nicht sagen. Guck mal, Skorupski. Aber der ist doch... Also Skorupski hat 9 Länderspiele zwischen 2012 und 2023 gemacht. Also 10er ist der nicht Ersatzkeeper. Ja, nee, fair. Also Szczesny war da schon eigentlich auf ganz genau, klar Platz 1. Dementsprechend ist das in Ordnung. Du kannst gerne, wenn du versuchen willst, Slowakei Ersatzkeeper. Also ich kenne da nur Dubravka, den aktuellen. Ja, deswegen... Aber dahinter... Da bin ich komplett raus. Leute, lasst uns gerne in den Kommentaren wissen, wer denn Slowakei Ersatzkeeper sein könnte. Yes. Ja. Und wir gehen weiter zum nächsten Grid, das kommt von Tim. Ich habe gerade angefangen, das heißt, du fängst jetzt an. Ja, wir machen Belgien, Köln, Borno. Den hätte ich auch gehabt. Köln, Bayern. Wer, wenn nicht er? Lukas Podolski. Ja, du bist genau reingefallen, geil. Glaubt man. Stuttgart, Belgien oder Bremen, Belgien? Was weißt du weniger, ist die Frage. Ich mach Stuttgart, Belgien, ist Orel Mangala. Kurze Frage, ist die Davi Deutscher oder Belgier? Davi ist Deutscher. Ist Deutscher, okay. Müsste sogar Nationalländerspiele haben, meine ich. Ja, das kann gut sein. Kann auch sein, dass er irgendwann mal nominiert wurde für irgendein unwichtiges Freundschaftsspiel. Vielleicht war er bei Olympia dabei oder so. Ja. Aber ich bin mir relativ sicher, dass der Mann, zumindest in den U-Nationalmannschaften, ziemlich gut sogar unterwegs war. Hat 12 Einsätze. Na, guck U18 an. Und U21. Alright. Das ist Bremen-Belgien, nicht Wolfsburg-Belgien. Ich wollte gerade schon Kuhn-Castells rausschießen. Eieiei. Wen haben wir denn da? Gibt's bestimmt auch mehrere. Ja, ich überlege gerade, ob aus dem aktuellen Kader irgendwer Belgier ist. Tatsache. Ich denke gerade an glorreiche Bremen-Zeiten zurück und komme natürlich jetzt gerade auf keinen Belgier. Aber mir fällt auch nur einer ein, tatsächlich gerade. Deswegen habe ich ja extra so gespielt. Es ist schlimm, ne? Wir sind in der Europameisterschaft, ich habe meine komplette Bundesliga vergessen. Ich glaube, der Mann ist auch nicht nominiert. Davon gehe ich auch schwer aus, weil die meisten... Spielst du sogar auf derselben Position wie Mangala? Das ist der Tipp, den ich dir gebe. Ja, das ist nett, aber... Dennis... Nee, diese Saison ist gewechselt jetzt hier. Ja, das ist in Ordnung, aber ich glaube, ich werde da jetzt nicht drauf kommen. Dementsprechend, ich mache Bremen, Bayern, Pizarro. Oliver Dehmann ist Belgier. Der Sechser, der auch Außenverteidiger gespielt hat, ein bisschen. Boah, Mann, ey, Alter. Der hat auch, glaube ich, aber zum Ende der Saison nicht mehr viel gespielt, oder? War er nicht verletzt? Doch, oder so? Ich weiß nicht, ob er verletzt war, aber er hat eigentlich immer relativ viel gespielt, fand ich. Ja, weil ich habe ihn irgendwie am Ende nicht mehr so richtig auf dem Schirm gehabt, aber gut, ja. Es ist okay, es ist okay. Das Bittere ist halt, das war halt das einzige Feld, wo du hättest strugglen können. Alle anderen hätten wir easy hinbekommen. Deutschland, Köln, Stuttgart, Bremen. Das ist ja easy. Also ja, safe. 1-0. 1-0. The next one ist von Thea. Und das ist auf jeden Fall EM-Edition pur. Also wir haben EM-Sieger, wir müssen Ballon d'Or, über 100 Länderspiele und Dänemark, Deutschland, Portugal. Da hat sich immer noch immer ordentlich Mühe gegeben. Wir kriegen das hin. Über 100 Länderspiele wird hart. Ja? Aber gut, ich weiß nicht, vielleicht bei... Ja, wobei, werden wir sehen. Du fängst an, weil du verloren hast. Yes. Ballon d'Or, Deutschland, Sommer. Ich dachte, du sagst Sabitzer. Ja, Sabitzer, genau. Portugal, über 100 Länderspiele nehmen wir. Pepe. Mhm. Ballon d'Or, Dänemark. Bestimmt vor 100 Jahren irgendwer gewesen, auf den ich natürlich jetzt nicht komme. Das hättest du mir vielleicht nicht sagen sollen, dass du das nicht weißt. Ja, ist okay. Ein EM-Sieger, Dänemark. Ziemlich sicher Papa Schmeichel. Ja, Papa Schmeichel, 100 Pro. Junge, ich sag doch gerade, lass die Finger von meinem X. Ich hab nicht mal was geklickt. Ich hab nicht zurück. Ich sehe doch, wo du drauf bist. Scheiße, es geht nicht zurück. Nein. Es geht wirklich nicht zurück. Na, du bist für ein Holzkopf, Alter. Warum geht's nicht zurück? Ah, doch, jetzt, warte. Okay. Das Ding ist, das hat jetzt gar nichts gebracht. Abwarten.
Machen wir 100 Länderspiele. Dänemark ist so ein Schmeichel. Ziemlich sicher. Ja. Beide haben über 100. Hm. Geil. Das ist doch schön. Das heißt für mich 100 Länderspiele und Deutschland muss ich zumachen. Thomas Müller. Das ist tatsächlich absolut richtig. Actually, der Sohnschmeichel hat 102. Also es war ziemlich knapp. Das war close. Ja, war auf jeden Fall close. Deutschland-EM-Sieger. Wen hast du genommen? Matthäus und Sammer? Ich habe Sammer genommen. Nee, bei Ballon d'Or und bei 100 Länderspielen hast du Matthäus genommen? Nee, hast du nichts genommen, ne? Müller. Dann machen wir EM-Sieger. Deutschland nehmen wir Matthäus. Ich glaube, das wird wahrscheinlich zu einem Unentschieden führen, dieses Grid. Das kann sein, ja. Ballon d'Or-Gewinner, Portugal, Cristiano Ronaldo. Ja, dann haben wir Dänemark, Ballon d'Or ist Allon Simonsen. Ballon d'Or gewonnen bei Gladbach. Echt? Welches Jahr? 1842. 80er, glaube ich. Ich kann mal gerade gerne nachgucken, wenn du möchtest. Ja, einen wird es ja wahrscheinlich geben müssen. 77. Naja, guck mal an. Guti, dann haben wir noch ein Feld, EM-Sieger Portugal. Ja. Wen nehmen wir da? Eder. Oh, sogar Tor im Finale gemacht. Easy, ja. Damit ist das Grid unentschieden. Wir bleiben bei 1-0 nach 3 Stück. Danny hat auf jeden Fall ein bisschen Knowledge bewiesen und wir gehen weiter zum Grid von Nick. Wir haben die Euro 3-0 oder 1-0 gesagt? 1-0. Okay, oder? Ich dachte gerade 3-0. Dann gehen wir weiter zum Grid von Nick. Wir haben die Euro 98, 08 und 21. Sehr, sehr geil. Da habe ich Bock drauf. Ich habe zwar keine Ahnung, ob ich es überhaupt lösen kann, aber ich habe Bock drauf. Unentschieden, das heißt, ich fange an, ne? Gerade die Euro 98, da habe ich ein bisschen Angst, wenn ich ehrlich bin. Fair. Italien Euro 08. Ich würde gerne einen schönen Mann sagen, aber das... Er hat safe das schon gespielt, hat auch 99 angefangen. Italien Euro 8 ist Buffon. Italien? Achso, du hast gerade Spanien gesagt. Nee, ich habe Italien gesagt, oder? Ich meine, ich habe Spanien. Ist auch egal. Aber ich nehme Buffon. Du nimmst Buffon. So, was nehme ich denn jetzt hier, um klug zu spielen? Weißt du was, ich glaube immer, Mitte ist immer gut. Mhm. Mitte ist immer gut, deswegen nehme ich easy. Spanien 08. Wen nehmen wir denn da? Fernando Torres. Fair. Auch Torschütze, Junge. Italien Euro 21. Ich meine, da hat er doch hier Bukayo Saka mal am Schlawittchen gepackt. Deswegen gehen wir mit Chiellini. Der war safe dabei. Das heißt, für mich muss ich Euro 96 Italien machen. Da bin ich ja gerade aus dem Geburtskanal geschlüpft. Stimmt, ist dein Jahr. Mich gab es noch gar nicht da. Und ich glaube... Nee, Moment, stimmt ja gar nicht. Da warst du ja noch nicht geboren. Du bist ja nach der EMS geboren. Ja, stimmt. Ja, aber ich glaube, so einen der ersten Männer, die ich prägnant im Fußballkosmos auf dem Schirm habe, die aus diesem Jahr irgendwie was mitgerissen haben, ziemlich sicher Italien, Euro 96, Baggio. Der Mann war nicht mit dabei. Es gibt aber allerdings, hast du Roberto gesagt? Ich habe nur Baggio gesagt. Hast du nur Baggio gesagt? Ja, deswegen sage ich, vielleicht gibt es da irgendwie einen anderen. Wir können es gerne so werden, denn Dino Baggio war mit dabei. Junge, der hat einfach Roberto Baggio ausgelassen. Was ist denn mit dem los? Ja? Ja. Okay. Weil das Problem ist, ich habe ja jetzt um nachzugucken, auch den Kader mir angeguckt. Jetzt könnte ich ja dann easy finishen. Wir geben es einfach Danny. Er hat es nötig, glaube ich. Sweaty auf jeden Fall. Ey, aber ich habe nur Baggio gesagt. Ich habe nicht Roberto gesagt. Okay. Dann brauche ich Deutschland Euro 21, Manu. Komm, du hast mich nie enttäuscht. Obwohl ab und zu schon, aber du warst auf jeden Fall mit dabei. Das heißt, Spanien Euro 21, das war das Jahr, in dem, glaube ich, Luis Enrique Trainer war. Der Mann hat sehr viel rotiert. Aber hat er auch diese beiden Spieler rotiert, die ich gerade auf dem Schirm habe? Ja, also da waren safe sogar noch mehr, oder? Überschneidung mit heute. Ja, bestimmt. Aber das sind so die beiden Namen. Ja, komm, der muss dabei gewesen sein. Der Mann ist ewiger Spanier. Alvaro Morata. Ja, 100 Pro. Der hat ja so viele EM-Tore. Euro 96 Spanien. Da wird es bei mir langsam dünn. Ich glaube, das ist ungefähr die Ära, wo der Mann aktiv war. Vielleicht ist es auch ein bisschen früh. Ich weiß es nicht. Ich sag Fernando Morientes. Sein erstes Spiel für die A-Nationalmannschaft Spaniens machte er gegen Schweden am 25. März 1998. Dementsprechend war er nicht bei der EM96 mit dabei. Schwierig. Da kannst du jetzt gewinnen. Lass mich mal kurz überlegen. Ich muss die ganze Zeit an FIFA-Karten denken. Und ich weiß, dass es so eine Stinky-Card gibt mit einem spanischen Stürmer. Und der könnte in diese Ära auf jeden Fall reinrutschen. Ja, okay. Das Problem ist, ich habe so ein paar Leute auf dem Schirm, die aber einfach... 96 wird zu früh gewesen sein, so für die Rauls dieser Welt. Ja, das ist zu früh. Ja, Raul ist zu früh, glaube ich auch. Dann gab es noch den, jetzt habe ich diesen Ex-Barca-Trainer, der hat, glaube ich, so bei Barca und Real gespielt. Boah, shoot, Alter, ich könnte es gewinnen. Natürlich kenne ich keinen Menschen von der Spanien-EM 96. Es gibt halt safe so viele, die man da sagen kann. Ich könnte auch, glaube ich, jetzt einfach wieder irgendeinen Namen reinwerfen und darauf hoffen, dass es den fünfmal im Kader gegeben hat. Ja, du kannst einfach, weiß ich nicht, was ist denn so ein spanischer Klassiker? Fernandez.
Fernandes ist eigentlich gut. Ja, aber das ist ja auch stinky, das ist ja nicht cool. Und du hast ja auch schon so den Punkt geholt bei Italien, Euro 96. Das stimmt. Ich meine, du kannst ja aber irgendwelche Legenden raten, ne? Also vielleicht war ja, obwohl Raul war zu früh gewesen. Das ist das Problem, ich habe halt spanische Legenden bis Raul und davor wird es halt schwierig bei mir. Echt? Da ist mein Wissen leider nicht groß genug. Ey, ganz ehrlich, ich versuch's einfach, EM96 Raul. Meinst du, da ging's schon los? Ich hätte jetzt eher Raul gesagt, das ist so die... Ja, der stand bei den Olympischen Spielen dabei, aber nicht bei EM. Wie Morientes. Oh nein! Pass auf, EM... 96, Spanien. Der Mann ist, glaube ich, ein bisschen älter als Raul. Fernando Hierro. Hat aber noch Sechser gespielt. Let's go. Leute, die man auch hätte nennen können übrigens, sind sehr wenige. Also ich schaue mir den Kader an. Ich kenne halt keinen. Okay. Außer Luis Enrique. Oh, yo. Guardiola? Mm-mm. Ich kann dir mal vorlesen. Zubizarreta im Tor. López, Belsue, Alcorta, Abelardo, Sergi, Otero, Nadal, Hierro, Amavisca, Guerrero, Donato, Caminiero, Amor, Enrique, Pizzi, Alfonso, Kiko, Mangiarin und Salinas. Keine Ahnung. Keinen von denen gehört. Das war wunderschön, einfach gerade das mit anzuhören, muss ich ehrlich gestehen. Okay, ja. Ist okay. Gut, den hast du zugemacht. Es wird hier wieder ziemlich sicher auf ein Unentschieden hinauslaufen. Ich mache einfach mal weiter. Also du kannst halt gar nicht mehr gewinnen. Ja, ja. Ja, Deutschland 96. Da ist eigentlich der Olli dabei gewesen, ne? Ja, natürlich, da war der Olli dabei. Oliver Bierhoff. Also, ja, du denkst an Olli Kahn. Das wär knapp geworden, glaube ich. Dann haben wir nur noch die Euro 2008 und da schreit für mich kein anderer Name als Michael Ballack. Ja, das ist auch solide. Ich bin zumindest froh, dass es jetzt nur 1-0 steht. Es ist also nicht so extrem weit auseinander geht. Wir machen weiter mit Vincent Grid. Wir haben Frankreich, Deutschland, Italien als Länder. Mindestens 12 EM eines. Das könnte auch sehr tricky werden. Das ist nicht wenig, muss man ehrlicherweise sagen. U21-Spieler, ne? Also aktuell unter 21 und EM- und WM-Sieger. Moment, aktuell U21. Das macht ja keinen Sinn, oder? Warum? Jemand, der aktuell unter 21 ist und aus diesem Land kommt. Ah, okay, ich dachte U21. Okay. Wir können ja auch versuchen, Leute zu nehmen, die, ich weiß nicht, ob Italien einen hat. Nein, mach's nicht komplizierter, als es schon ist. Wir bleiben bei Leuten, die 21 oder jünger sind. Ja, gut, also ist ja easy. 21 und jünger, ne? Ja, aber das wird ja nicht schwer, oder? Ich sag's nur. Du fängst an. Mindestens 12 EM-Einsätze Deutschland. Thomas Müller. Kann sein, ziemlich sicher. Der Mann, der spielt schon seit 400 Jahren Fußball. Ich glaube auch. 16 EM-Spiele. Also gar nicht so viel mehr. Gar nicht so viel mehr als gedacht. Mindestens 12 EM-Einsätze. Italien ist natürlich relativ easy, aber ich will eigentlich gar nicht dahin gehen. Frankreich U21 und sogar bei der EM dabei, Zaire Emery. Mhm. Das ist richtig. Ich glaube, Italien hat keinen, der bei der EM dabei ist, der 21 oder jünger ist. Die sind alle älter, oder? Also mir fällt einer ein, der knapp kratzt dran. Calafiori, aber der ist 22. Ja, das wäre auch mein Call gewesen. Wie alt ist Udogi? Wird auch relativ jung sein, ne? Aber ist der dabei? Der ist dabei, ne? Ich gehe aber rein mit, welchen Weg mache ich denn da jetzt zu? Ich mache mindestens 12 EM-Einsätze, Frankreich, Olivier Giroud. Also der Mann schreit einfach viele Spiele und EM. Können wir mal gerade gucken, ob das auch stimmt. Giroud, 10 am Ende nicht. Spiele. Der Mann hat... Der Mann hat 12 EM-Spiele, genau. So muss das. 3 Tore, 2 Assists. Ja, aber Italien mindestens 12 EM-Einsätze. Also 10er, wenn der nicht 12 hat, ist Buffon wieder. Also, Entschuldigung. Der war doch immer im Tor. Wir dodgen so ein bisschen EM- und WM-Sieger, ne? Ja, damit habe ich nicht mal ein großes Problem. Es ist eher so, wie ich jetzt weiterspiele. Da mache ich, Deutschland EM- und WM-Sieger. 2 Namen. Mhm. Der eine, da bin ich mir nicht sicher, ob der überhaupt mit zur WM gefahren ist. Ja. Bei dem anderen schon eher, aber ich weiß nicht, ob er Europameister geworden ist. Aber ich sag Deutschland EM und WM-Sieger Rudi Völler. Komm, Rudi. Bei so alten Spielern kann es doch immer sein, dass die Turnier mal verpasst haben wegen Verletzung oder so, ne? Also. Der Drecksack hat auf jeden Fall WM-Pokal. Junge, ist doch gut, ich hab's verstanden. Ja? Kein EM? Deutschland, EM, WM. Ach, Rudi, Mann. Ist Lothar Matthäus. 80 und 90 müsste er haben. Ach, scheiße, stimmt. Ach, Mann, ey. Das ist jetzt wirklich ass, wie wir das hier jetzt gemacht haben wieder. Wir. Also das war jetzt nicht mein Problem. Also EM und WM-Sieger Frankreich müsste ziemlich sicher Antoine Griezmann sein. Also 10er, wenn er nicht beides geholt hat. Er hat 18 und, 18 die WM. Wir hatten 21 die EM gewonnen, Italien. Italien. Und 16 hat Frankreich die EM gewonnen. Nee. Oh nein, ich Trottel, Alter. Hä? Der ist U19 Europameister geworden. Da war der doch auch Torschützenkönig. Boah, was ist denn los? Das ist jetzt nicht dein Ernst. Och.
Ja, dann machen wir EM- und WM-Sieger Frankreich. Henri? Er hat die EM gewonnen 2000 und die WM 98, ja. Das heißt, du müsstest jetzt Italien EM- und WM-Sieger zumachen. Ja, also 2006 und 2021, wer könnte sich da im Kader überschnitten haben? Das werden wahrscheinlich, also Buffon hätte auf jeden Fall, wobei Genau. war der dabei bei 21? Ich glaube, der war noch dabei. Aber den hat es ja jetzt schon genannt. Ja, und das ist, glaube ich, auch der einzige. Weil Meinst du Italien hat echt? jetzt nicht so krass viele Titel geholt, oder? Nee, ich glaube, also es kann natürlich auch ein früherer gewesen sein, ich glaube, aber Wie oft hat Italien die EM gewonnen? Nicht haben die nicht, dreimal, also maximal zweimal. hätte ich jetzt auch Und gesagt. wann war das andere Mal, ist die Frage. Ja, da gehe ich mal von weg, weil da unterscheiden sich, glaube ich, die Zeiten zu krass. EM und WM-Sieger, wie gesagt, Buffon war dabei. Ich überlege gerade, ob ein junger Chiellini und Bonucci dabei gewesen sein könnten. Und ich glaube aber eher ein Chiellini als ein Bonucci. Deswegen ist mein Call Chiellini. Ich glaube, es gibt halt keinen. Italien ist WM-Sieger 2006 und 1938, Tschüss. glaube ich. Ich glaube, da wird es schwierig mit Überschneidung. Nee, nee, voll. Nein, nein, ich wollte nur gerade die Titel durchgehen. Mann, du bist blöd. Wer hat denn Italien noch die WM gewonnen? Das war alles so früh, ne? Das müsste alles so um die Anfangszeit herum gewesen sein. Ja. Ich glaube. Ich gucke mal gerade. Man hat viermal die WM gewonnen und zweimal die EM. Man hat die WM gewonnen 2005, 2006. Warum auch immer das so genannt wird. 82, 38, 34. Ja. Und EM 21 und 68. 21 die EM. 1921. Nein, nein. Achso, 2021. 2021. Ja, das muss ja dann 80er-Call sein dann. Das ist nett, dass du mir jetzt die Jahre gesagt hast. Ich Also. sag Italien EM und WM-Sieger Dino Zoff. Der ist beides geworden. Der ist beides gewonnen. Eigentlich dürfte ich das gar nicht geben, ey. Jetzt echt, der ist beides gewonnen. Wow, Alter. Aber mit welchem Alter denn? Boah, mit 844 ist mir doch egal, womit der geworden ist, Alter. Let's Wie go. unverschämt er mich da einfach reinreitet und ich sag ihm sogar noch die Zahlen, Wieso ey. habe ich dich denn jetzt reingeritten? Ja, weil du noch so meinst, um welches Jahr war das eigentlich? Und wir reden darüber so casual und dann gebe ich dir die Zahlen durch. Ja. Boah, Digga, ist du das ein hast. Kacksieg, Moment, Alter. Moment, Wahnsinn. Moment. Du hast eben Wahnsinn. Baggio bekommen, weil Ich zufällig habe nicht ein Roberto gesagt, anderer. hör auf damit zu wackeln. Es ist egal. Weil zufällig ein anderer Spieler im Kader Baggio hieß. Kannst du mir nicht erzählen, wenn du mir die Jahre sagst, wo die DM gewonnen haben, ist ja nett von dir. Ich dachte, es wäre Casual Talk und wir wären das Thema hätten wir schon durch, aber gut, ist okay. Nimm dir den Sieg, der ist schmutzig, aber Hä, was soll ich denn machen? Wir nimm dir müssen den ja weiterspielen. schmutzigen Sieg, ist okay. Nee, ich will den nicht. Ich Nee, will den den kriegst Punkt du nicht. jetzt. Ist Es okay. steht 2-0. Wir machen weiter mit dem Grid von Ibiso, Slowakei, Deutschland, Türkei. Es tut mir leid, Ibiso, dass wir da jetzt so reinstarten müssen nach so einer Sache. Aber HSV, Premier League, La Liga. Zumindest international sind wir vertreten. Das Schlimme ist einfach, ich habe den slowakischen Kader komplett vergessen, ne? Also ich könnte jetzt gerade keinen sagen, der in irgendeiner dieser drei Ligen vertreten ist. Komm, Deutschland, Premier League, Per Mertesacker. Türkei HSV ist der Hakan. Nicht Schücke. Şalhanoğlu. Nur damit ihr Bescheid wisst. Danke, Dennis. Türkei und Premier League. Wie wurde er denn ausgesprochen? Söhüncü? Der Mann, der von Freiburg zu Leicester gegangen ist? Ja. Slowakei Premier League ist Dubravka. Haben wir gerade eben drüber geredet, mein Freund. Ja, true. Deutschland, HSV, Robert Glatze. Deutschland, La Liga, Bernd Schuster. Das heißt, Türkei, La Liga, Arda Güler! Arda, Arda. HSV, Slowakei. Zehner. Laszlo Scheiße. Habe ich dich hops genommen. Oh no, Oh, Mann. Kacke. Aber das Ding ist, es bringt nichts. Ich kenne keinen Slowaken in La Liga, oder? Ey, es ist wirklich ne Slowenien, Slowakei und Serbien. Ich weiß, das sind unterschiedliche Länder, aber es ist wirklich für mich einfach ein und das gleiche Buch, wenn ich das. Slowake Oh, in La Scheiße, Liga. ey. Weißt du, wer, glaube ich, auch Slowake ist? Oder ist der Slowene? Marek Mintal ist doch auch Slowake, oder? Aber der war, glaube ich, nicht in der Liga. Ist mir nur gerade eingefallen. Warte mal. Warte mal. Oh nein, nein. Oh, Kacke, doch. Ich sehe jetzt gerade meine Notizen, wo ich da auch einen Namen stehen habe, der in der Liga ist. Du siehst nur den Irokesen vor dir, ich weiß es. Nee, den habe ich abgehakt. Ich weiß es aber auch nicht. Oh, es will mir nicht in meinen Kopf springen. Es wird nicht der Fall sein, aber ich probiere es einfach, weil ich habe wirklich keine Ahnung. Slowakei La Liga. Vielleicht hat Lobotka irgendwo mal in der La Liga gezockt. Würde mich für dich auf jeden Fall freuen. Es würde mich freuen. Ja, warum ist Celta Vigo? Let's Echt? go! Alter, geil!
Let's go, stark. Let's go. Stark, stark. Es wäre nur schöner gewesen, wenn du damit auch einen Punkt bekommen würdest. Ne? Du machst ja nur meinen zu, aber trotzdem stark. Alter, Lobotka bei Celta Vigo, geil, das müssen wir uns merken. Let's go. Wow, Alter. Wildness, weiterhin damit 2-0. Du kannst noch den Ehrentreffer erzielen im letzten Grid von ich schon gar nichts mehr, Charlie. Alter, wir haben 3 plus EM-Tore, 3 plus EM-Teilnahmen und du kickst hier wieder den Tisch um. Und 7 plus EM-Spiele. Ich glaube, das wird mathematisch auf jeden Fall hier einiges jetzt gerade uns kosten. 3 EM-Tore oder plus 3 EM-Tore plus 3 EM-Teilnahmen plus EM-Spiele. Also, du hast doch Mathe-LK, oder? Sag das doch nicht. 3 plus EM-Tore, Deutschland. Scheiße. Ich weiß gar nicht ganz genau, was du sagen wolltest. Was wollte ich sagen? Wolltest du Thomas Müller sagen? Ja, wollte ich. Und hat mir eingefallen, der hat ja nicht mal eins. Ziemlich sicher. 3 plus EM-Tore, Jürgen Klinsmann. Ein Bruder im Mittelfeld unterwegs. Na, ich habe Deutschland genommen. Der Bruder war nicht im Mittelfeld unterwegs. Hat er sich die meisten Tore für Deutschland geschossen? Maschallah, Klinsi. Es sind aber nur 5. Plus 3 EM-Teilnahmen. Oh, da müssen wir mal kurz zurückrudern. Plus 3 EM-Teilnahmen, Portugal. Boah, weißt du, also ich nehme Cristiano Ronaldo, aber mich würde echt interessieren, ob, wie heißt er denn? Wie heißt der ewige portugiesische Torwart, der jetzt auch dritter Torwart gerade bei der EM ist? Rui Patricio? Ja. Würde mich nicht wundern, wenn er auch 3 hätte. Ja, 100% hat er 3, oder? Er muss ja nicht gespielt, er muss ja nur mitgemacht haben. Also 7 plus EM-Spiele ist dann Rui Patricio, denke ich mal, bei Portugal, oder? Dann sage ich also mehr als 7 EM-Spiele für Deutschland. Doch, ziemlich sicher auch Thomas Müller. Ja, 100%. Ein Mittelfeldspieler mit 3 oder mehr EM-Toren. Oder mehr als 3. Mehr als 3. Ja, ist halt schwer, wo wir die Spieler halt klassifizieren. Also wir können es auch auf 6er und 8er runterschrauben. Lass es 6er und 8er runterschrauben, weil da gibt es safe auch welche. Ich finde, 10er wäre ein bisschen cheaten wahrscheinlich. Ich glaube, der Mann war halt super torgefährlich so. Er hat halt gottlos lange gespielt. War auf jeden Fall 2000 dabei. War, glaube ich, sogar noch 2004. Da könnte er auch nicht mehr dabei gewesen sein. Ich sag Lothar Matthäus. Nee. Ein Mann Tor nur gemacht. Nur eine EM-Tor, ja. Damn, das ist wild. Das ist natürlich my chance. 3 EM-Tore ist halt schon viel. Wenn Klinsmann Top-Torschütze bei Deutschland mit 5 ist, ja. Wer hat denn dann 3, der 8er oder 6er ist? Also ich habe einen Namen im Kopf, aber das, da bin ich mir nicht sicher, ob er wirklich so viele Tore gemacht hat. Oh. Das könnte ein wilder Call sein. Die waren auch immer eigentlich ganz gut bei der EM dabei. Aha. Und der Mann ist auch einer der Torschützen oder einer der Top-Torschützen seines Vereins gewesen. Okay. Im Mittelfeld. Ja, dann nimm einfach. Ich sage Frank Lampard. Okay. 3 Tore in 4 Spielen. Bei der Euro 03/04. Ja, aber sind ja 3 Tore plus, oder nicht? Ach so. Ja, stimmt, es sind 4 Tore oder mehr, ne? Aber ja, wer hat denn, es gibt safe, also ich weiß gar nicht, ob es überhaupt einen Mittelfeldspieler gibt, der 6er oder 8er ist, der 4 Tore hat. Boah, wie close. Wenn Klinsmann 5 hat. Ja. Mittelfeldspieler mit 7 EM-Spielen. Komm, ich bin doch risky unterwegs. Christian Eriksen, der hat doch safe 7 plus EM-Spiele. Der Mann hat 2 Spiele bei dieser EM gemacht, dann 2020 1 Spiel bei der EM, sind wir bei 3. Und bei der EM in Polen und Ukraine hat er nochmal 3. 5 Spiele hat er. Er hat 6. Alter, warum? Christian, Mensch. Tja, Kinders, der Erikse ist es nicht. Komm, mach. Willst du nochmal dein Mittelfeldding für den Sieg, oder? Ja, ich überlege nochmal ganz kurz. Also 6er oder 8er ist halt wirklich hart, ne? Ich denke mal, KDB ist eher weiter vorne zu positionieren. KDB. Ja, aber der hat ja safe zumindest 7 EM-Spiele im Mittelfeld. Ja, das ist richtig, aber da wollte ich eigentlich gar nicht hingehen. Warum nehme ich denn nicht den? Den kann man schon auch als 8er zählen, finde ich, wenn du möchtest. Also der ist ja kein nativer 10er nur. Also es wäre okay, wenn der jetzt 4 Tore hat, mach ruhig. Aber hat er nicht. Ich überlege gerade noch aus anderen Nationen. Deswegen ist Belgien war halt immer ass. Ja, aber die haben halt Tore auch geschossen, das eine oder andere Mal. Ich überlege gerade Franzosen. Ist da irgendeiner dabei? Oh, doch, klar. Der könnte. Einen dicken gibt's halt, der auch Elber geschossen hat. War der im Mittelfeld jetzt gerade? Jetzt muss ich ja überlegen. Wenn du an den denkst, dann. Ich denke, dann kann man. Also an wirklich basically. Der französische Spieler. Den kann man als Mittelfeldspieler zählen, 100 pro. Der hat eine FIFA-Karte, wo er weiterhin spielt. Das reicht. Boah, gut. Nimm ihn einfach, mir fällt kein anderer drei, ein. 3 plus EM-Tore im Mittelfeld. Oh no. Ich versuch's einfach mal mit Platini. Das ist überhaupt nicht der, an den ich gedacht habe. Aber ist er nicht im Mittelfeld gewesen? Der Mann ist auf jeden Fall 10er. Ach nö, ich dachte, den könnte man Platini auch. Platini hat 9 EM-Tore, der hat die zweitmeisten. Ach Mann, ich dachte, den könnte man vielleicht irgendwie zurückziehen. Du kannst aber gerne nochmal raten, weil das ist halt aber kein Zehner. Es ist halt aber kein Mittelfeldspieler. Ja, nee, ist ja kacke, ist ja mein falscher Call, da musst du weitermachen. Dann nehme ich sie dann. Weil den habe ich nämlich gedacht. Der Mann hat 5 EM-Tore. Ja. Also, wenn wir sie dann da zählen, dann. Ich meine, das bringt mir ja nichts.
Mach einfach nur den Dreier kaputt. Leute, unterscheidet, mach mal gerne in den Kommentaren, ob ja. das zählt oder nicht. Wir zählen es jetzt mal an dieser Stelle. Wenn nicht, dann mach mal bitte Trouble. Ich glaube, wenn man, das Ding ist, wenn man so überlegt, Verteidigung, Mittelfeld, Sturm, Zidane ist kein Stürmer. Nee, das stimmt. Weißt du, was ich meine? Dann ja, passt natürlich, es, ja. dann ist halt die Zehner-Position, kannst du ja wirklich dann mit ins Mittelfeld ziehen. Ja, das Ding ist, es gibt aber auch halt so Zehner, so Dani Olmo, Coutinho, so, weißt du, wie ich meine? Das ist ja dann so Hybrid irgendwie. Ja, ist ein Zwischending. Ich finde es schwer. Ich meine, es ändert nichts, deswegen ist es, glaube ich, in Ordnung. Du müsst dann Portugal 3 plus EM-Tore machen und du hast Ronaldo schon genommen. Ja, und ich glaube, ich gehe eher mit der sichereren Variante und nehme Eusebio. Och nee, wie kann der denn mal keine Euro gewesen sein? War der doch schon krank oder was? Weil er hat immer Schnupfen gehabt. Ich nehme Luis Figo. Och Mann, Alter. Luis Figo. Ja, man hat zwei, in 14 Spielen 2 Tore gemacht. Ja. Dann nehme ich die letzte portugiesische Legende, die ich gerade noch im Kopf habe, Rui Costa. 2 Tore, genau wie Luis Figo. Ich nehme Deco. Aber gibt es sonst wen krasses? Also Eder hat ja safe nur diese zwei Bude Tore gemacht. Der Mann hat ein Tor. Ich will nicht mit diesem Call reingehen, aber dieser Mann spielt halt auch einfach schon ewig, ne? Nein, don't do it, don't do it. Ich sag plus 3 EM-Tore Pepe. Nein, niemals. Der hat 8 Tore nur gemacht in 138 Spielen. Ja. Bitte hab davon 4 bei der EM gemacht. Das wäre so krass, wenn er 4 bei der EM gemacht hat. 2. Och Mann, was ist denn los mit den Leuten? Ich sag Deutschland 3 EM-Teilnahmen, also 4 EM-Teilnahmen ist Manuel Neuer. Plus 3 EM-Teilnahmen Mittelfeld. Das sind ja dann 4 insgesamt. Das ist auch nicht wenig, ne? Das meine ich ja. Das sind ja auch dann 16 Jahre. Ja, aber plus 3 EM-Teilnahmen. Ist das nicht der Loder? Das ist absolut crazy. Moment, eine war doch, als er damit, oder war das für die WM, wo der er der war bei Kreuzband 92 ist. Und 96 nicht dabei ja. und hat trotzdem 4. Der war 80, 84, 88, dann 12 Jahre Pause und dann nochmal 2000. Junge, Loder einfach Maschine, Junge. Das heißt, aber das heißt ja, wenn der alle mitgenommen hätte, wäre der bei 6 dabei gewesen. Das ist ja geisteskrank. Das ist ja wie Ronaldo. Ronaldo ist auch seit 6. WM, ne? Ja. EM. Ja, meine ich ja. Alter Loder, du geiler Hengst. Portugal, 3 EM-Tore. Wer soll das sein? Ey, du kannst auch. Helder Postiger. Der hat 3! Der hat 3! Alter, der hat. Das ist ja eine krass gute Statistik. Der hat 3 Tore, 5 Vorlagen in 7 Spielen. Maschallah. Das ist nicht schlecht. Ey, weißt du, was wir machen? Ich sag jetzt mal so. Wir lassen es einfach. Nee, wir machen erstmal plus 7 EM-Spiele im Mittelfeld. Ich will eigentlich die ganze Zeit den KDB-Call machen, aber... Ja, mach, komm. Komm, dann ist es Kevin De Bruyne. Ja, der hat safe. Ja, ich glaube, ich lasse es einfach. Leute. Ich will nicht nochmal raten. Nee, pass auf. Portugal, 4 EM-Tore. Hugo Almeida. Wow, ja, cool. Der Mann hat nicht mal 4 Länderspieltore, oder? Glaubst du, der hat 4 Länderspieltore gemacht? Hat doch immer eine Phase gehabt, wo er gut gespielt hat. Nicht leider? Der Mann hat 0. Maschallah. Der Mann hat 0 EM-Tore, aber 18 in der Nationalelf. Damit Alex seine 0 hier setzen kann, brauchen wir natürlich eure Hilfe. Deswegen haut einmal bitte in die Kommentare. Plus 3 EM-Tore also und 4, Portugal. Genau, 4 Tore mindestens und Portugal und nicht Cristiano Ronaldo. Und damit sind wir auch am Ende angekommen. Ich gewinne das ganze 2-0. Ich bin ehrlich, das fühlt sich nicht gut an. Hinten raus, wir haben es einfach voll verhauen. Wir haben uns viel zu sehr hier... Ich sag dir ganz ehrlich, ne, mit diesem Lobotka-Spanien- oder La-Liga-Case habe ich für mich gewonnen. Ich bin Sieger der Herzen für mich selbst. Du bist auf jeden Fall immer Sieger in meinem Herzen. Ihr seid das auch, falls ihr das Video jetzt bis zum Ende angeschaut habt. Vielen lieben Dank dafür. Gerne einen Daumen da lassen, den Kanal abonnieren für mehr solche Videos oder einen lieben Kommentar da lassen. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Hoffentlich kann sich der wieder ein bisschen recovern. Ciao, ciao. Yeah. We'll be right back.